Ja, Chat, wie geht's euch? Was gibt's Neues? Es Genau. ist wieder Zeit zum Schachspielen. Hoffentlich bin ich heute verpflichtet, einen bestimmten Bauern zu ziehen. Ich war mir nicht sicher, deswegen dachte ich, spielen wir einfach mal darauf an, dass wir letzte Woche nicht so viel gespielt haben. Ist richtig. So. Ich arbeite am Gegner. Oh, wir haben ganz schön viele Challenges. Ja, die Leute, die wissen jetzt mittlerweile, Dienstag. 19 Uhr, 19:30 Uhr oder 20 Uhr, wir Oder sind 18 da. Uhr. Richtig. Aber heute mussten wir ja erstmal Weig fertig werden lassen. Wir sind nicht ganz fertig, aber fertig genug. So, dann mal los. Hast jemanden gefunden? Er muss aber Premium sein, ne? Ja. Koma Da sind. Gis Premium, den kennen wir da schon. Ja, okay. Okay, hier ist ein Echo anscheinend zu hören. Echo? Also ich habe dieses Noise Gate runtergeladen, ja? Soll ich das jetzt wieder zumachen? Also weil. Wahrscheinlich ist das das Echo. Okay, pass auf. Jetzt habe ich es wieder zugemacht. Jetzt bin ich gespannt. Haben wir immer noch ein Echo? Klärt uns auf. So, ich habe Weiß. Bin ich jetzt verpflichtet? Ich mach mal. Wieso lädt es immer noch? Ich fange einfach mal mit dem G-Bauern an. Wenden. Ja. Okay. Verbindung unterbrochen. Mein oder seine? Wahrscheinlich seine, oder? Hoffen wir auf seine. Hoffen wir auf seine. Okay, Pfefferminz hier sagt nein, kein Echo. Wir wurden anscheinend reingelegt. Na Perfekt. toll. Mach mal wieder an, okay. Ah, Leute, ihr wisst doch, ich mache mal alles auf, damit ich den Computer dann nicht überfordere. Neues Gator. Da ist es. Ich spiele. Spielt. Ich war weg, ne? Bin ich wieder Ja. da? Ja, das tut es immer so, wenn du weg bist. Aber jetzt bin ich wieder da. Frischling hört immer noch doppelt. Frischling, vielleicht hast du was doppelt an, also Ja, irgendwie vielleicht guckst du auf Chess Twitch 24. oder YouTube. Heute Das wieder wäre. Chess 24 kaputt. Ja, wir hoffen nicht. Also, weil, so. Gut, dass ich überhaupt keine Ahnung habe. Was macht man hier so? Alles okay. Also, ich habe jetzt dieses Noise Gate wieder an. Ja, also, wenn hier die Experten von Twitch recht haben. Müsste es heute alles perfekt klappen mit dem Ton und so. Da bin ich aber gespannt. Ich auch. Wahrscheinlich beschweren sich gleich wieder alle. Ihr klingt so dumpf. Okay, also um die Frage von Markus zu beantworten, wer spielt denn heute? Heute spielt Josephine und sie spielt erstens mit dem G-Bauern. Also nur mit dem Ja. G-Bauern erstens. Da bin ich mal gespannt, was sie heute Genau. so alles auspackt. Sound ist klarer eventuell. Also wenn er nur eventuell klarer ist, ja dann. Kann sich das ja nicht viel lohnen. Also. So, Chat, was ist bei euch los? Geht's euch gut? Guckt ihr euch Valkansee an? Denkt ihr auch, dass Magnus das Ding holt oder jemand anders, ne? Oder der Rest? Oder der Rest, Magnus oder der Rest? Oder der Rest? Genau. Die Motivation heute ist wieder ganz, ganz hoch. Okay. Hier schreibt jemand an dich. Hi Josephine, ich habe letztens geschrieben, dass Josephine auch für die Freischaltung meiner Chatfunktion ist. Und die Chatfunktion wurde tatsächlich nach circa 8 Monaten Sperre wieder freigeschaltet. Na dann benimm dich mal, Björn. Man Also. braucht einfach nur Beziehungen. Also Pfefferminz, der sagt, heute rauscht es nicht so wie sonst. Bestimmt bildet ihr euch das nur ein, weil ich jetzt gesagt habe, dass ich da irgendwas runtergeladen habe. Am Ende hast du gar nichts runtergeladen, Ja, ne? Das ja, war. ja. Norderau ist für Donschenko. Ja, also wir sind natürlich auch für Alex, aber ich vermute mal, dass es noch ein bisschen früh ist, um das Turnier zu gewinnen. Aber wer weiß, also der Anfang spricht jetzt auch nicht gerade dafür. Nee, aber vielleicht ist er so ein Spätzünder. Also vielleicht kommt er jetzt noch. Zwei Vielleicht ist er Verloren, jetzt. zwei Remis und jetzt gewinnt er alles, ja. Genau, jetzt kommen 2 Siege hintereinander. Das wird das. Ja, wir glauben hier an ihn. Ich denke auch. Ich habe auch überlegt, ihm zu schreiben, aber dann dachte ich so, was schreibt man denn so nach zwei Niederlagen, ja? So. Ja, du hättest halt vor dem Turnier vielleicht schreiben sollen. Ja, habe ich auch überlegt, aber dann dachte ich so, ach, er macht das schon. Ja, das.
Aber er hätte sich auf jeden Fall sehr gefreut, wenn du ihm geschrieben hättest, Ja, denke ich mal. bestimmt. Aber er weiß ja, dass ich an ihn denke. Das stimmt. So. Alex, wenn du das siehst, sie Bestimmt sieht denkt er. an mich. Bestimmt macht er nach seiner Partie ist er direkt an den Computer gegangen, um uns zuzugucken. Ja, ich meine, er war ja schon mal hier im Geschwätzblitz und hat gegen dich gespielt. Ja. Und Carsten, bei Insta wirst du ihn nicht finden. Genauso wie bei Facebook oder Twitter. Das sieht schlecht aus. Weißt du, wen ich aber jetzt auf Insta gefunden habe? Nee. Phyllis. Phyllis, aber nicht ihre Hände, sondern sie. Echt? Ach so, ja doch, ich glaube ich auch, ja. Ja, ich glaube, du folgst ihr sogar. Na, Ich ich war glaube, sie mir. hat mir gefolgt und dann dachte ich, folge ich mal zurück. Ah ja. Ich traue mich nicht so ganz, ihr zu folgen, weil wenn sie mir dann nicht zurückfolgt, dann ist das ein schweres Trauma. Ja, damit kann ich nicht umgehen. Sie hat mir nicht mal zum Geburtstag gratuliert. Das ist auch tief, das hat mich tief getroffen, weil sonst singt sie mir jedes Jahr was. Also Und mir dieses hat sie Jahr, auch nicht gratuliert, wenn dich das beruhigt. das beruhigt mich nicht. Ach so, okay. Na dann kann ich nichts dazu sagen. B5, Alter, Komak. Du bist ja stark. Was mache ich denn da? Vielleicht nehme ich einmal. Wieso Aber konnte der man den B5 B5 hängt nicht doch. Ja, aber sofort der hängt nehmen? ja jetzt immer noch. Ach so, ja, stimmt. Ich habe auch so einen tollen Trick gesehen, dass man Springer G5 machen kann und dann der Turm auf A8 hängt, aber das brauche ich ja gar nicht, weil der C-Bauer ist ja gefesselt. Ja, Norderau holt natürlich die wichtigen Fragen wieder zurück hier in den Stream. Erstens, wie alt seid ihr? Zweitens, was studiert ihr? Und drittens, seit wann spielt ihr überhaupt Schach? Oh, das mit dem Alter ist ziemlich schwierig, muss ich sagen. Weil da muss man sich ja jetzt immer erstmal umgewöhnen. Ja. Aber ich glaube, die korrekte Antwort ist 23. Die korrekte Antwort ist 23. Die Leute schreiben mir aber die ganze Zeit auf Instagram und meinen so, Sonja, du musst das ändern. In deinem Status steht immer noch 22. In Ich denke deinem mir so, Status Leute, steht, wie alt du bist. in meinem Status, also in diesem Dings steht, wie alt ich bin, das stimmt. Steht da bei mir irgendwas? Bestimmt nicht. Aber ja, ich habe eure Kommentare gelesen. Ich weiß es auch. Vielen von euch ist es sehr, sehr wichtig, dass das da geändert wird. Ich bin dabei. Ja, ich bin dabei. Was ist die Quersumme von eurem Alter? Ja, aber das ist ein bisschen einfach, oder? Also. Ja. Es gibt keine deutsche Kommentierung von Weike am See. Aber ich muss dazu sagen, dass diesmal, also ich wurde auch gar nicht direkt gefragt. Also. Also ich wurde nicht indirekt oder direkt gefragt, ich wurde gar nicht Naja, gut, gefragt. wir wurden in diese Gruppe reingepackt. Also das kann man schon indirekt, aber. Okay, gut, aber ja, war ein bisschen unklar. Ich habe auch schon überlegt, ob ich aus der Gruppe halt irgendwie rausgehe, Ich weil auch. und so, weil ich sehe die ganze Zeit, dass da halt geschrieben wird und ich finde es auch sehr interessant und spannend, was da geschrieben wird. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, Also ich finde es halt gar nicht Relevanz? spannend. Aber Ja, Relevanz für mich gleich null. Ja. also ja, aber wenn ihr wissen wollt, warum es keinen deutschen Stream gibt, immer bei Jan fragen, der ist dafür zuständig. Also Genau. wir haben da auch nichts zu entscheiden. Und Nee, also. schreibt einfach mal Jan auf seinem Kanal an und sagt mal hier, warum sind Sonja und Josephine Oder warum nicht. macht Jan auf Englisch, wenn keiner auf Deutsch macht? Oder sowas. Ja, das ist auch so eine Frage. Aber wir wollen ja natürlich nichts in Frage stellen. Ja, das ist richtig. Das. Hat die rosa Farbe einen Grund? Welche rosa Farbe? Ich glaube, die in deinem Gesicht und überall. Ja, heute bin ich richtig rosa fokussiert, das stimmt. Nee, ich wollte einfach mal was anderes machen, ne? Bisschen Farbe, bisschen ausprobieren. Aber ihr müsst mir nicht schreiben, dass ihr es nicht gut findet oder sonst irgendwas. Ich find's gut und es reicht, ne? Na, äußert euch einfach nicht dazu, wenn es euch nicht gefällt. Genau. Sagt einfach, es ist Obwohl gut. das mit den guten Kommentaren hat ja unterm letzten YouTube-Video eigentlich gut funktioniert. Also. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Es hat eigentlich echt ganz gut Also funktioniert. Also vielleicht vielen sollten Dank wir für öfter betteln. die unter YouTube kommentiert haben. Wir haben es gesehen. Das stimmt. Ich habe auch vernommen, dass ich sehr sympathisch bin. Das, Richtig. in Großbuchstaben. Und wir sind auch so klug zusammen. Das Das habe ich auch stimmt. gesehen. Ja. Also ich würde was vermuten, das merkt man eigentlich ja gar nicht. Aber.
Aber das stimmt Mann. natürlich. Wenn wir nicht Motzen loben, wäre ja Captain Mo. Oh nein, wir benutzen kein Greenscreen. Aber, also wenn ich euch daran erinnern darf, als wir in Hamburg ein Greenscreen hatten, hatte ich grüne Haare. Also es liegt nicht nur daran, dass hier irgendwas nicht klappt. Das, Also, ich bin heute ziemlich froh, dass wir den Hintergrund haben, was auch immer eigentlich dieser Hintergrund ist, weil ich habe meine neuen Matratzen bekommen. Ne? Ich hab vor Freude geweint. Und dann kam die rosa Farbe, ja. Und dann dachte ich so, komm, der Tag wird nur schöner, indem ich ihn noch rosa mache. Und genau. Aber ganz ehrlich, Matratzen müssen jetzt einfach, die müssen 72 Stunden erstmal so da liegen, um sich so zu entfalten. Oh, ich wollte mit dem G-Bauern. Warte, dann mache ich als nächstes mit dem G-Bauern. Was machst du Warte, ich mache jetzt mit dem denn? G-Bauern. So. Und nach D4 mache ich Läufer G7 und dann haben wir das mit dem G-Bauern geschafft. Ach, will er gar nicht. Na gut. Ich mache trotzdem Läufer G7. Wir sind so klug, lol. Ja. Und sehr aufmerksam vor allem. So, okay, ich gucke jetzt mal im Twitch-Chat, da wird nämlich viel über Kugelbuch geschrieben. Das habe ich auch schon gesehen. Oh, Verbindung des Gegners unterbrochen. Ist das ein gutes Zeichen, wenn ein Kugelbuch einlädt? Jan aber nicht. Die Frage ist natürlich, ist das ein gutes Zeichen, wenn Jan sogar Kugelbuch einlädt und nicht uns? Ne? Das ist hier die Frage, weil Jan und Jonas, wie ich ihn gerne nenne, streamen am Donnerstag zusammen. Das ist dann natürlich auch wieder eine Sache. Gestern haben sich die Lubbes bei deren Geschwätzblitz als euch beide ausgegeben. Wie haben sie Hä? das denn gemacht? Wie bitte? Wer war ich? Das war Gute Frage. meine erste Frage. Wer hat mich gespielt? So. Was ist denn ein Paw Patrol Stream? Stimmt, irgendein Computerspiel. Paw Patrol. Warte, das kenne ich, weil ich mal auf die Schwester von einer Freundin aufgepasst. Das ist so ein was mit Hunden, oder? Ich habe keine Ahnung. Also, das war sehr geraten mit dem Computerspiel. Aber das macht doch Jan auf seinem Channel, oder nicht? Ihr Ja. streamt doch gar nicht auf Twitch. Natürlich streamen wir auf Twitch. Ja, wir sind auf Twitch sind wir da, auf YouTube sind wir da. Und Komak hat sich auch für die Partie bei dir bedankt. Vielen Dank. Oh, mein Gegner hat nicht so gute Verbindungen. Schon das zweite Mal abgebrochen. Ja, Ach, Gott sei Dank. der ist vielleicht mein Nachbar oder so. Oh Mann, ey. Sehr kompliziertes, ziemlich brutales Strategiespiel. Okay. Also ein Computerspiel. Um das nochmal zusammenzufassen. Ist eigentlich eine Kinderserie. Ja, Gut, ich das glaube, ja, das. widerspricht sich irgendwie, oder? Wieso schminkt sich Sonja? Sie ist eine Naturschönheit und hat es nicht nötig. Ja, genau. Wenn du wüsstest, ne? Ich wollte auch nicht fies sein, aber fragen, woher er das weiß, weil du doch immer geschminkt bist im Stream. Das ist richtig. Ich will gar Also. nicht wissen. Ich will gar. Ich habe hier zu viele Fenster, glaube ich. Ich Ja, will gar ich nicht würde auch wissen. mal alles runter machen direkt. Ja. Warum E schlägt D5? Weil ich meinen Läufer gern öffnen wollte und ich habe ja immer noch das Läuferpaar. Also für alle, die hier auch mal was mit Schach hören wollen. Ah ja, stimmt. Stimmt, heute ist ja nur Schach, deswegen, Ja, ne? eigentlich meinte ich damit nur, dass wir durchgängig spielen. Das hast du Ja. dann ein bisschen unklar ausgedrückt. Ja, wie lang soll denn der Titel werden? So, sorry, letztes Mal hat unsere Website nicht funktioniert, deswegen versuchen wir es heute mal durchzuziehen. Ja, ich fände den Titel passend. Ich Ja. fände den super. Hm. Ah, ich glaube, ich ziehe ihn einfach auf Zeit. Da muss ich mir nicht. Aber jetzt hier den F3 schlagen lassen, das ist doch bestimmt nicht gut. Red Pack. Seht ihr, hat direkt geklappt mit Läufer öffnen und so.
Oh, guck mal, hier schreibt No Mercy. Ich finde Josephine schöner. Sie hat so was aufregend Strenges. Oh. Das ist sonst das, wofür ich immer kritisiert werde, dass ich so streng bin. Aber hier findet das jemand sehr anziehend. Das freut mich, dass das auch Menschen anziehend finden. Und ich bin natürlich auch sehr aufregend. Das ist ja wohl ganz klar. Das ist natürlich klar. Ich sehe auch, Patrick ist wieder da im Chat. Patrick, wie geht's dir? Wie geht's deiner Freundin Isabel? Ich will keine Details, ich will nur wissen, wie es ihr geht. Ja. Keine Details, ja, das stimmt. Wieso lachst du denn, oder? Nee, weil ich auch keine Details will. Okay, achso, was wollte ich mit dem G-Bauern, ja? Okay. Da musst du mich jetzt öfter mal dran erinnern, sonst wird das nichts, weil der Titel das nicht hergibt. Und Sonja sieht so aus, als wäre sie die beste Freundin von Tinkerbell. Ist Tinkerbell nicht die von Peter Pan? Tinkerbell ist die Kleine von Peter Pan, ja. Kenne ich doch mal was. Perfekt. Ja, kennst du dich hier wirklich aus? Was macht man denn hier so? Nein, ich meinte, ich kenne Tinkerbell und Peter Pan. Sorry, ich habe schachlich gedacht. Ja, das war natürlich wieder ein Na gut, aber absolutes das ist doch Blackout. jetzt gleich hier wie. Wie heißt das denn? Katalanisch oder nicht? Du. Wo der Läufer nicht auf F5 stehen sollte, aber okay. So, was geht sonst so ab? Ich gucke gerade so ein Ich lese die bisschen. ganze Zeit nur Kugelbuch. Ja, ich lese auch nur Kugelbuch. Und ja, irgendwie, er hat ja dann, also das Video ist ja dann auf Twitch gelandet und sowas und auch diese ganzen Clips und sowas und da bin ich halt überall stumm. Ist mir auch aufgefallen. Aber kann ich nicht ändern. Oh, Ja. Isabel, geht's gut. So, ja, ist halt blöd gelaufen. Hätte der wohl live dabei sein müssen. Genau, ne? Nächstes Mal wisst ihr Bescheid. Dann das nächste Mal live sein, weil nicht darauf verlassen, dass das Video am Ende doch noch zu sehen ist. Hier hast sowohl Katalanisch als auch Englisch. Irgendein Trick, wie man dagegen spielt. Also Englisch kann man ja grundsätzlich schlecht vermeiden. Also ich meine, wenn dich nur Katalanisch stört, dann kannst du natürlich gegen Englisch irgendwie E5 oder C5 machen. Und wenn... Katalanisch kann man halt echt schwer vermeiden. Also so richtig schwer. Deswegen weiß ich gerade gar nicht, was ich dagegen vorschlagen soll. Also, okay, im Zweifel gibt es immer sowas wie Königsindisch, ja, aber wenn es halt das nicht ist, dann kann man Katalanisch echt schwer vermeiden. Also, wenn man sowas wie D5 macht, das. Oder hast du da irgendwelche Tipps? Nee, ich hab da leider keine Tipps. Josephine, macht es Sinn, mit 82 noch im Schach durchzustarten? Aber auf jeden Fall, guckt euch Kortschnoi an. Der hat sich doch mit 60 hat er noch einen WM-Kampf gespielt oder so, oder nicht? Naja, 60 war er, glaube ich, noch nicht. Aber. Aber nah dran, oder? Also ich denke auch, das ist ja echt ein Stonewall. Ja, aber, also, weiß ich nicht. Stonewall ist ja auch nicht so der Traum von den meisten, oder? Aber keine Ahnung. Ja, C5 geht auch. Ja, aber Benoni ist auch nicht jedermanns Sache. Also, was mache ich denn hier eigentlich und warum habe ich so wenig Zeit? Ich will eigentlich nicht Also. B6 machen, aber vielleicht schon. Nein, machen wir mal Dame B2. Okay, was ist Dame B2? Was hat Dame B2 für eine Idee? Ja, ich will eigentlich Turm A8 und Turm A1 machen. Ah, smart. War doch nicht absolut sinnlos, aber. Nee, ich bin begeistert. So. Hier kam die Frage, spielt ihr denn derzeit auch richtiges Schach oder nur online? Ist ja gar nicht so einfach, derzeit richtiges Schach zu spielen. Also. Ja, für Weikernsee wurden wir leider nicht Es eingeladen. war knapp, glaube ich, aber.
Sie mussten sich entscheiden zwischen uns zwei und Alex und dann haben sie Alex genommen. Ja, das ist auch so sehr. Also, ich meine, ich denke, sie haben sehr lange überlegt, ob sie jetzt Alex oder uns nehmen, aber ja. Naja. Na. C5 fängt ja. Gibt es auch eine weibliche Weltmeisterin und wenn ja, wer ist es? Also es gibt eine und die Weltmeisterin heißt Zhu Wenjun. So eine Chinesin. Oh, aber daneben ist doch. Oh, dann hängt auch C5 oder was? Was für ein Trickser. Ah, hat er nicht genommen. Ein Glück. Achso, aber ich will doch eigentlich nicht nehmen, oder? Ach, aber was soll ich machen? C5 fängt ja danach auch noch. Okay. Dann machen wir das so. Was geht sonst so ab? Ich lese gerade den Chess24-Chat und ich bin ein bisschen offended über Björns Kommentar. Ein Video von Sonja, ein Video, wo Sonja stumm ist, das schaue ich mir an. Das ist schon wieder ganz dünnes Eis, ne? So. Und du wunderst dich, dass du überall geblockt wirst, Ja, Björn. also Also. da finde ich ein bisschen schwierig, finde ich ein bisschen unfreundlich. Und Sonja kann auch blockieren, übrigens. Ich habe auch die Macht, ne? Also Ja. noch so ein Spruch. Und ja, Leute, ich habe jetzt fünfmal erzählt, dass der C5 in allen Varianten hängt und jetzt habe ich ihn eingestellt. Tut mir leid. Okay, aber der Springer kommt doch da nicht mehr raus, oder? Wo geht er denn hin, wenn ich den jetzt einfach versuche zu fangen? Ah, er kann auch nach C1, okay. Na egal, ich versuche ihn trotzdem zu fangen. Jetzt kommt C5. Vielleicht. Gott, bin gut drauf. Okay, ja, C5. Uff, okay, König E2, C4. Es geht halt auch Springer C1. Oh, Aber. Springer C1, genau. Okay, aber Springer C1, dann König Vielleicht mache ich D1. Springer B3. Okay, jetzt trotzdem C4. Uff. Ja, und dann hatte ich gehofft, irgendwie wieder zurückzugehen und zu warten. Also ich gebe zu, ist vielleicht nicht der schönste Plan, aber man kann nie alles haben. Ich bin auch so langsam, ey. Touchpad? Oder hast du jetzt mittlerweile die Maus? Ne, ich hatte leider Wichtigeres zu tun, als meine Maus abzuholen. Okay. Da wird dir schon eine Maus geschickt. Mir wird gar nichts geschickt. Mir wird nur gesagt, man guckt meine Videos, wenn ich stumm bin. Und dann holst du das nicht mehr ab. Ich hole das ja noch ab. Nur halt nicht jetzt. Okay. Aber irgendwie sieht das echt nicht so schön aus, was ich hier mache. Aber naja. Ich habe so wenig Zeit, ey. Sag mal, habe ich das eigentlich überlesen, wo jemand über die Frage von den Lobestar geantwortet hat? Ich habe es auch nicht gelesen. Weil ich habe es nicht gelesen und ich würde das schon, mich würde das schon gerne interessieren. Jetzt den angreifen. Okay, deck den. Kann ich da hin? Okay, hier will jemand unbedingt, dass ich seine Frage beantworte, die er schon zweimal gestellt hat. Sonja, wie kam es zu dem anderen Stream, wo du Gast warst? Ich wurde gefragt und ich habe ja gesagt und dann war ich dabei. Gute Geschichte. Oder? Finde ich auch. War spannend. Ja. Ich meine, du kannst ja, Jan, also ihr könnt ja Jan dann auch mal fragen, wie es zu deren Stream dann gekommen ist am Donnerstag. Ich glaube, die Geschichte wird auch ähnlich spannend sein wie meine. Vermute auch, ja. Josephine, wirst du lieber Großmeisterin oder Großmeister der Frauen genannt? Gut, also ich bin halt nicht Großmeisterin, deswegen. Also, ich meine, eigentlich ist mir das grundsätzlich egal, aber also ich finde es schon fairer, wenn man mich also weibliche Großmeisterin nennt quasi. Okay.
Aber also, ich meine, ich mache mir da nicht so viele Gedanken. Aber ich finde es halt wirklich eigentlich nicht gut, wenn da falsche Titel vergeben werden. Dann wird hier gefragt, hallo Josephine, wann machst du denn mal deinen Hintergrund seitenrichtig? Das irritiert mich immer wieder. Also ich kann ja sagen, ich weiß immer noch nicht, wie das geht. Also irgendwer hat mir was von Spiegeln erzählt und so, aber also es ist einfach schwierig, wisst ihr? Ach so, ach komm, hier in der Lernstunde war euer Name Ja. unter den Zu Logos. langsam. Ja, Zu langsam. okay, komm, das war Ach ja einfach nur, so. weil das noch nicht Ich dachte, geändert worden die ist. haben irgendwie sich als also so richtig als wir ausgegeben. Ja, ich dachte auch, ich war schon ganz verwundert. Bin viel kleiner, ja, weiß ich nicht. Vielleicht mein Schreibtisch größer. So, ich sehe ja, was denke ich darüber, dass Pokimane 440 Elo einen WGM-Titel bekommt bei dem anderen Schachserver? Ja, das ist einfach anmaßend. Also, das ist nicht in Ordnung. Also, ich finde das auch tatsächlich sehr fragwürdig, dass Leute mit 1700 Elo solche Titel kriegen können, nur weil sie irgendwie Kontinentalmeister werden. Also, ja. Also, die haben sich schon was dabei gedacht, das ist mir klar, aber. Bin da kein großer Fan von. Ja, Josephine, wie lange machen wir denn heute eigentlich? Bis 21 Uhr, oder? Das ist richtig. Wenn ich 90 Minuten nachrechne, müsste das 21 Uhr sein. Wieso sind wir eigentlich wieder auf 2,450? Ne, weil ich gerade auf Zeit verloren habe. Das waren 30 Punkte und du hast letztes Mal die letzte Partie verloren und du. Achso, G6. Ach. Und durftest auch nicht mehr spielen. Oh Mann, aber mir noch so sagen, ja, Sonja, vergesst es mal nicht, Ja, du komm. erinnerst mich ja nicht dran. Ja, weil ich denke. Okay. Ja, also. Ist okay. Okay. Ist okay, ja. Ja, ist okay. Ich lasse es. So. Ja, im Mechtal, aber ich finde solche Späße nicht gut. Achso. Ich finde es auch nicht gut, wenn Magnus 5000 kriegt. Man soll sich seine Zahl erspielen und dann ist gut. Und so hätte er doch auch, weiß ich nicht, was er hätte 3400 oder keine Ahnung. Aber wir haben uns total doch auch nicht erspielt. Naja, aber man steigt ein und seitdem erspielen wir oder verspielen wir sie, ja? Also. Ja, okay, das stimmt. So. Also, naja. Sonja, sprichst du fließend Englisch? Ich kann gut Englisch reden, ja. Das ist gut. Gebt ihr euren Landwirten auch Namen? Was sind das für ein. Ich verstehe die Frage nicht mal. Euren Landwirten? Welche Landwirte? Welche Landwirte denn? Jetzt wird es ja ganz spannend. Habt ihr eigentlich keine Zeit für deutschen Kommentar bei Tata Steel? Also, liebe Leute, wir wurden einfach nicht gefragt. Aber wir haben auch keine Zeit. Aber uns hat auch keiner gefragt. Genau, also wir hätten, ne, wir, ja. Wir wurden halt nicht gefragt. Aber ihr guckt ja bestimmt schön bei Jan und Peter und Tanja. Die machen das ja super. Deswegen. Guckst du auch fleißig? Ich gucke auch ab und zu mal fleißig, ja. Sehr gut. Namen Mädels, wie läuft euer Jahr bisher? Ja, Josephine, wie läuft denn unser Jahr bisher? Frag nicht. Ist ein Frustrationskreis. Jupp. Man kennt's. Aber ich hoffe, es wird demnächst besser. Ja, bestimmt. Welches Lied hört ihr, wenn ihr richtig glücklich seid, beziehungsweise euch richtig glücklich macht? Das ist bestimmt traurig, aber sowas habe ich nicht. Ich habe das nur in die andere Richtung. Okay, und welches Lied hörst du, wenn du richtig traurig bist? Hey, momentan ist nicht ganz so schlimm, aber also im Zweifel irgendwas von Ed Sheeran. Das würde ich Okay. jetzt nehmen.
weiß es nicht. Aber irgendwas. Heute wird die Hose gezeigt. Worum geht's denn hier? Ja, die lieben Fans von Kugelbuch, die wollen immer seine Hose sehen. Und dann meinten die auch so, Sonja, zeig mal deine Hose. Und dann habe ich gesagt, nee, die müssen schon zu unserem Stream kommen, um die Hose zu sehen. Dann hat man dann Versprechen. Vielleicht später. Wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, könnt ihr die Hose sehen. Ginny. Sehr schlau. Und wie läuft dein Jahr bisher? Mai, also ich meine, es sind ja jetzt wie viele Tage? 17, 18, 18 Tage? Nee, Quatsch, 19. 19, heute ist der 19. lol. 19 Tage. Und ich muss sagen, am Anfang lief es eigentlich ganz gut. Dann kam ein Stromausfall. Ich weiß gar nicht, ob ich habe ich das schon erzählt? Ich kann mich an nichts mehr Hier erinnern. im Stream hast du es nicht erzählt. Und mir hast du erzählt, dass du mir letzten Dienstag erzählst, was passiert ist. Genau, ja. Ich hatte an meinem Geburtstag einen Stromausfall, das gesamte Haus, Stromausfall. Und bei uns ist es nicht nur so, dass der Strom dann weg ist, sondern auch, dass die Heizung weg ist. Und ich Das weiß ist nicht, zuerst haben wir normal. das. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war ich sehr verwirrt am Anfang, weil ich mir so dachte, ja, okay, Strom ist weg, der geht der Rollo nicht auf. Aber mir war nicht bewusst, dass dann halt zum Beispiel auch der Herd nicht funktioniert. Oder auch Internet nicht funktioniert. Das ist Ja, bei mir. Internet, das ist sehr überraschend. Also. Das habe ich halt alles nicht so ganz im ersten Moment wahrgenommen. Und genau, ja, also das Ende vom Lied war halt, dass wir irgendwie alle im Wohnzimmer saßen mit ganz vielen Kerzen und mehreren Pullovern an, weil es einfach kalt und dunkel war. Und dann haben wir noch Pizza bestellt, weil wir konnten ja nichts kochen. Genau, ne? War eine Klingt doch schöne Erfahrung. romantisch. Und ja, ab da dachte ich mir so, gut, läuft. Aber nee, seitdem, der Stromausfall war ein kurzer Dämpfer, aber jetzt geht's wieder Hat er aufwärts. mich jetzt eigentlich voll ausgetrickst, oder was? Hast du jetzt verloren? Nee. Naja, weil ich weiß nicht, wie ich Springer E7 verhindern soll, ohne die Dame zu geben. Also. Okay, dann musst du wohl die Dame geben. Läufer D5 und dann Läufer F3. Ja, aber Läufer G2 und ich verliere auf dem B7, das kann ich doch Okay, nicht warte, haben. kannst du ha konntest du nicht H5 machen? Meine Dame hängt ja auch so. Ach so, die Dame hängt. Ach Ja. so. Ja, das habe ich nicht kommen sehen. Jo, okay, nehmen wir mal. Stromausfall, wir nannten sowas Filmriss. Das habe ich nicht gemeint. Das habe ich nicht gemeint. So schlimm war es nicht. Wurdest auch noch gefragt, ob das Telefon funktioniert ohne Strom. Nee, das Telefon hat auch nicht funktioniert, aber ich Fuchs habe natürlich noch mein Handy geladen am Tag davor. Deswegen mein Handy hat funktioniert, alles andere nicht. Dann ist ja gut. Ja. So. Wieso habe ich eigentlich schon wieder so wenig Zeit? Das kann doch nicht sein. Weiß nicht, ich glaube, meine Story hat dich einfach so eingefangen, Ich dass du nicht glaube mehr aufs auch. Schachbrett geguckt hast. Ja, ich glaube auch. Bestimmt verliere ich jetzt hier auch. Ich weiß halt gar nicht, wie ich das hier irgendwie halten soll. Also, damit C7, ja, ich hatte gehofft, mich irgendwie zu verstecken, aber. Aber das Schlimmste ist doch, wenn das Bier alle ist. Ich bin kein Bierfan. Deswegen, das würde an mir absolut vorbeigehen. Dann ist ja gar kein Problem. So. Warum Ach. spielt denn der auch so gut? Ich habe auch keine, also aber so. Ich habe so gar keine Chance, ja. Ja, also. So. Warte, wie hatten der dich ausgetrickst? Was ist denn da passiert? Also Es sah den doch eigentlich Zwischenzug noch Springer ganz. D5 habe ich halt gar nicht kommen sehen. Es sah doch eigentlich ganz gut aus. Du hattest doch einen Bauern mehr. Nee, Quatsch. Eine Qualle hattest du sogar mehr. Nee. Nee, aber die habe ich direkt zurückgegeben, weil ich Okay. sonst dachte, ich werde matt. Okay, Schach. Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass nicht Dame G8 kommt. Vielleicht ist es schon zu spät zum Aufpassen, ja. Oh Mann! Kann nicht sein. Ah, da habe ich ja sogar ein Bullet Hole besser gespielt. Und dann halt auch noch so gar keine Zeit nebenbei. Ja.
Ist nicht schlimm. Aber das ist doch jetzt vielleicht eine Festung, oder? Ja, okay, aber mit der Zeit auch Ja, mit noch. der Zeit ist keine Festung wahrscheinlich, aber. Aber ja, sieht nach einer Festung aus. Naja, soll er sich was einfallen lassen. Naja, nee, wahrscheinlich gibt er einfach nur 100.000 Marschall. Das kann sein. Also mit dem heute nur Schach, das klappt nur bedingt. Das war ja nicht so. Das war Ihr doch habt nicht nicht so. verstanden, wie das gemeint war, ja? Also, das war, ich wollte nur darauf anspielen, dass wir letztes Mal nicht so richtig spielen konnten. Oh Aber Mann, guck mal jetzt. Ach, was für es einer. reagiert doch alles so langsam. Ach, stimmt, ist mein Computer heute schon zu lange an. Okay. Aber das wäre eine Festung gewesen, gell? Ich denke schon. Also ich sehe nicht, wie man sie brechen soll. Kann mir nicht vorstellen. Wen haben wir denn hier noch nicht gehabt? Den hatten wir schon. Naja, aber erst einmal. So. Okay, Carsten sagt auch, das war eine Festung. Ja. Das ist sehr beruhigend. Hier wird gefragt, welche Schachkommentatoren sind eure Favoriten als Zuschauer? Und von wem versucht ihr euch vielleicht was abzuschauen? Also Favorit bei mir auf jeden Fall ist Fiedler. Ansonsten, also ich will nicht abschauen, ich mache mir da relativ wenig Gedanken. Also ich erzähle halt, wenn ich kommentiere, was ich so gucke. Aber, also ich mache mir da jetzt vorher keinen Plan, was ich jetzt irgendwie erzählen will. Yasser zum Beispiel finde ich nicht so toll, muss ich sagen. Der erzählt Okay, mir warum? zu viel, weiß ich nicht. Ich finde auch dieses Getue zu nervig. Okay. Aber ja, das ist glaube ich ziemlich Geschmackssache. Also ich glaube, viele mögen ihn genau deshalb. Und deine? Also bei mir wäre es halt schon ein Yasser gewesen, weil ich halt diese ruhige Art extrem angenehm finde. Findest du Also so, den ja, ruhig? Ja, ich finde den gar nicht ruhig. ich finde seine Art super entspannt, so wie er redet, dass er so, ne? Weil manche sind halt so super hektisch. Ich bin zum Beispiel auch super hektisch und ich rede ja auch extrem schnell und viel. Ja. Und er ist da halt so super entspannt und erzählt so seine Anekdoten und ich finde es halt, ja, sehr beruhigend. Ja. Daniel Narodzicki, ja, den finden, der macht das auch gut, das stimmt. Auch wenn der natürlich nicht bei uns kommentiert, aber danach war, das war ja nicht die Frage. Das stimmt. Rustam ist auch ein guter. Hat Josephine eigentlich einen eigenen Dinglirin? Weiß ja nicht, fangt ihr dann auch an? Oh, mit dem G-Bauern beginnen. Ja, siehst du hier, Markus erinnert mich dran. Oh mein Gott, hast du schon wieder nicht mit dem Und du Lirin? hast es auch nicht mitbekommen, ja? Okay, wie auch immer. Steht ja nirgends, dass wir das machen wollten. Also keine Ahnung, wovon ihr redet. Ja, genau. Und jetzt bin ich vollkommen aus dem Konzept. Ach so, mein Ding. Nee, aber ich habe keine Lust, dass ihr dann auch mit so einem Quatsch anfangt. Also deswegen. Möchte ich das nicht beantworten? Das ist mir eigentlich zu blöd. Abgesehen davon, wenn wir jetzt schon bei Dingen sind, morgen 12 Uhr, liebe Leute, simultan Und mit wie Ding. kommt man da rein? Da muss man sich für anmelden. Wieder 300 Euro pro Platz, oder? Nee, ich glaube, sie haben es gesenkt. Ich glaube auch. Ich Irgendwann glaube, sie glaube ich haben. festgestellt, dass die Nachfrage nicht so hoch war. Ja, es ist halt auch schon, ne? Einiges. Ist halt schon. Und dafür, dass es halt auch nur online ist, also es ist ja nicht nur, also es ist ja nicht mal so, dass du irgendwie die, so dass du ihn anfassen, also dass du ihm die Hand geben kannst und ihn halt wirklich vor dir hast, sondern dass du halt einfach nur irgendwie online vor dem PC sitzt und dann halt mal gegen ihn spielst. Ja. Also, so. Wird das gestreamt? Vermutlich schon. Also bisher wurden die simultan schon mal gestreamt, oder? Aber. Ich denke schon, ja. Aber ihr wisst ja, wie viel Dinge redet. Deswegen. Weiß ich nicht, aber jetzt hat er doch was eingestellt. Schwupps. Ha! Und dann hängt auch noch der Turm auf F8. Das erste Mal was gesehen heute. So. In welchem Alter habt ihr denn mit Schach angefangen und wer hat es euch beigebracht? Ja, also ich war zwischen 5 und 6.
Die einen sagen 5, die anderen 6, ist ein Mythos, man weiß es nicht genau. Und ich habe es von meinem Vater und von meinem Bruder gelernt. Also, ich war zwischen 6 und 7, aber eher 7. Und hab's in der Schule gelernt. Wie kann man sich da anmelden? Also, ich würde sagen, ihr guckt mal bei Shop vorbei. Ich würde Ja. vermuten, da findet man's. Wisst ihr was? Also, ich glaube, dieses Noise Gate-Ding, das macht meinen Computer einfach kaputt. Vielleicht solltest du es einmal ausmachen. Ich glaube auch. Wie viel besser ist der Ton, Leute? Lohnt es sich wirklich dafür, dass ich jetzt ständig auf Zeit verliere? Ach, ich habe schon wieder nicht mit dem. Warte, G3. Komm ich mal ins G3. Hast du schon wieder was anderes gezogen? Hab E4 gemacht, jetzt habe ich G3 gemacht. Das kann ich ja immer machen. G3 und E4. Stimmt's? Ich hab doch G3 gemacht. Nicht im Ja. ersten, aber war doch fast. Gut, dass wir den Stream nicht so genannt haben, ne? Oder? Ja. Oh, ich muss niesen. Gesundheit. Nee, ist vorbei. Muss es doch nicht niesen, okay. Ich hasse sowas. So, Sonja würde mehr Geld bezahlen, wenn sie Ding dabei anfassen dürfte. Das ist, Hallo? Das habe ich nicht gesagt. Das klang aber schon ein bisschen so. Ja. Ist Ihr eh wisst. immer noch Hintergrundrauschen, dann mache ich das aus. Also. Ich glaube halt schon, dass das meinen Computer ein bisschen überfordert. So, jetzt ist zu. Okay. Nimm mal den. Ach, ja. Schwierig, schwierig alles. Ja, Pfefferminze sagt trotzdem gemogelt. So ist es. Ja, aber nicht mit Absicht. Wer ist denn Marie? Wessen Marie? Wer ist denn Marie? Wessen Marie? Ach so. Ihr seid solche Idioten. Oh Mann, ey. Oh. Ja, ich wurde. Jonas hat mich Marie genannt. Okay. So. Perfekt. Das, Spannend. ja. Deswegen, Marie, vielen Dank dafür. Josi, bei dir ist Bild und Ton verzögert. Aber wie kann denn das sein? H3? Nee. Ich glaube, wenn ich nehme, dann ist auch irgendwie blöd. B4? Das hilft ja auch nicht. Ja, ich mach's trotzdem mal. Und wer ist Jonas? Sehr gute Frage. Ja. Wieso stehe ich denn schon wieder so schlecht? Ach. Okay, machen wir so. Ich glaube, es liegt einfach am Gehbauern. Ich glaube auch. Halt, stopp. GM. Nee, warte mal. Geh mal Bier holen, sagt, hab mal die Körpergrößen von allen, Entschuldigung, von allen Super-GMs gegoogelt und gelernt, dass Fabi, Nacker und Ding unter 1,70 sind. Ding ist doch nicht Unter unter 1, 1,70. Fabi ist auch nicht unter 1,70, also die Also. sind nicht groß, aber unter 1,70 ist, würde ich sagen, keiner von denen. Also wirklich nicht. Nee, die sind alle größer, also besonders Ding. Das habe ich schon ergoogelt. Steht das bei Google, wie groß das Ding ist? Ich habe einfach Dinglirengröße eingegeben. Echt? Ja. Geil. Ja, man muss ja auch erstmal gucken. Ah. Also warum mein Bild und Ton verzogen ist, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Also, weil der Ton kommt direkt von meinem Mikro und das Bild kommt, von Skype. Ach, Menschen, vielleicht probieren wir es irgendwann mal mit Zoom, wenn ich keine Prüfungen mehr habe und so. Ja, genau. Ja. Sonja weiß sicher alles über Ding. Gut, also wir haben ja Ding schon auch mal gesehen, aber ich würde schon wetten, dass er über 1,68 ist. Also. Also der ist schon. Der ist doch größer als ich. Größer als du, weiß ich nicht, aber. Aber unter Jetzt machst 1,70 ist er nicht, also. du mich aber fertig.
Habt ihr schon gegen Elisabeth Peetz gespielt? Also ich schon Ich dreimal oder viermal, weiß ich nicht genau. habe noch nicht gegen sie gespielt. Wird's Zeit? Ach ja. Weiß gar nicht, drei oder viermal? Ich glaube viermal wahrscheinlich, aber. Ding ist 1,73. Sag ich doch nicht unter 1,70. Aber dann wäre Ding ja genauso groß wie ich. Ding ist halt schon klein. Und wahrscheinlich wesentlich leichter als wir. Ja, Also. okay, das ist ja jetzt nicht überraschend. Ja. Leider Aber probier's mit dem Link. Also wir blockieren dich nicht. Falls unser Bot das macht, können wir nichts dafür. also wahrscheinlich wird das. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, oder? Ich glaube schon, dass das blockiert wird. Ja, siehst du? Ah, tut uns leid. Für 5 Sekunden, das wirst du hoffentlich überleben. Sonja hat bestimmt ein Ding Sammelalbum, in dem die ganzen Infos stehen. Das ist richtig. Ach so, und es wird gefragt, wie du gegen Elisabeth gespielt hast. Also ich habe auf jeden Fall die letzte Partie Remis gespielt und je nachdem, ob das davor zwei oder drei waren, habe ich die anderen auf jeden Fall verloren. Aber ich kann mich wirklich nicht erinnern, ob es zwei oder drei waren. Ich habe in Frankreich gegen sie verloren. Beim German Masters habe ich gegen sie verloren. Also wahrscheinlich waren es zwei davor. Und ja, müsste passen. Josephine, wie willst du denn gechallenged werden? Ist mir vollkommen egal. Also offensichtlich bin ich heute sehr langsam. Also macht, was ihr gut findet. Auf einer anderen Seite steht es 1,7. Okay, aber so klein ist er nicht. Er ist größer als 1,70, da bin ich mir ganz sicher. Jetzt macht mich hier nicht fertig, bitte. Und bitte hört auf, mich Marie zu nennen. Das ganz dünnes Eis. Das hat auch einfach nicht der Name, ja? Also. Ja, richtig. Ich hoffe, im nächsten Stream von Kugelbuch schreibt ihr schön alle mal Timo in den Chat. Was waren die stärksten Spieler, gegen die ihr je gewonnen habt? Uff. Ich glaube, die stärkste, gegen die ich gewonnen habe, war Pia Kramling. Yes, okay. Und ja, also ich denke, das war die stärkste. Die Frage ist natürlich auch also in der Turnierpartie oder. Ja, schon in der Turnierpartie, oder? Turnierpartie, wen habe ich denn gewonnen? Also ich Gewonnen. finde Uff. immer, so Blitz zählt nicht. Also. Warte, wie stark ist Jovanka Hauschka? Knapp 2,4. Weiß nicht, ich glaube ein bisschen drunter, aber kommt vielleicht ein bisschen drauf an. Also. Dann würde ich sie sagen, oder? Ich weiß nicht, wen du schon so gewonnen hast. Wieso weißt du das nicht? Also ich habe noch nicht gegen Elisabeth gewonnen. Pias Tochter ist auch gerade live auf Twitch. Ja, aber Pias Tochter, gegen die habe ich es nicht geschafft zu gewinnen. Aber die ist eigentlich nicht so gut. Also. Daher, ja. Aber ja, Pia ist die Mutter von Anna und Pia ist, glaube ich, so eine der größten Legenden im Frauenschach. Für alle, die das nicht wissen. Das ist Auch richtig. eine sehr freundliche Frau und so. Oh Gott, Entschuldigung. Was hast du gemacht? Ich habe gerade aus Versehen die Lautstärke angemacht von dir. Huch. Ach so. Lautstärke, wieso hörst du mich sonst gar nicht, oder was? Achso, nee, egal. Ach so, im Stream. Ja. Pia ist GM halt und spielt immer noch gut. Ja. Das ist richtig. Aber das ist ja auch so eine richtige Schachfamilie. Ja, dein Vater ist ja auch GM. Genau. Aber der ist spanischer GM, oder? So, Ja, oder? Juan Bellon Lupis. Gegen den habe ich es nicht geschafft zu gewinnen im Endspiel mit Bauer mehr. Das war sehr traurig. Das war der erste GM, den ich auf der Schippe hatte. Aber hat sich rausgewunden, der Gute. Die Kamera von mir leckt. Also ich habe das Gefühl, dass bei mir gerade alles leckt. Also außer das Züge machen und so. Das ist ein bisschen das Problem. Aber du bist einfach so schnell. Gut, ich habe halt vorher ein bisschen schneller gespielt als er. Okay, ist es nicht matt? Ich denke auch. Ich versuche mich einfach nicht zu bewegen, okay, Leute? Geht das?
MWL gegen Anton Remy. Okay. Also haben sie es geschafft, ja. Sehr schön. Ja, welche Partie fandet ihr denn bis jetzt am spannendsten von Walkernsee? Habt ihr schon irgendeinen Favoriten? Weil ich habe auch gesehen, dass Jan immer ein Highlight-Video macht, sowohl Ich habe auf gesehen, Twitch. einmal war das Highlight schon da. Da waren die Partien noch gar nicht fertig. Ja, stimmt, das war Caruana gegen Duda, gell? Da war das Video auf einmal schon Nee, ich glaube, online. es war Caruana gegen Alex, oder? Oh, stimmt, Caruana Also, gegen ich Alex. habe so gesehen, also die haben noch gespielt und ich habe schon so gesehen, auf Deutsch und auf Englisch war das Video schon fertig und ich dachte, wie kann das sein? Also, Tja. weil ich dachte, er kommentiert, aber anscheinend hat er sich mal weggeschlichen. Ja, Redpack, man kann. du hast doch schon gespielt. Nicht nochmal herausfordernd. Dich lehne ich jetzt erstmal direkt ab. Sonst bin ich dazu verwirrt. Donchenko Kau. heute war gut. Das Ansonsten war ein sehe ich ja bisschen oft. komisch, oder? Ansonsten sehe ich ja oft Caruana gegen Duda, fanden einige sehr spannend. Ich habe eben noch gedacht, geh. So, komm. Geh, komm, mach mal G4. So, damit ich hier. Okay. G4, was ist mit dir? Ich dachte, wenn ich schon im ersten Zug verkacke, dann muss ich danach wenigstens irgendwas machen, was schlecht ist. Damit es wieder fair Toll. wird, weißt du? Jan machte mal ein paar Stunden Pause, Tanja ein paar Stunden und Peter 5 Minuten. Okay. Ja, Peter muss ja auch viel erzählen, also. Alirezas Partie heute war auch ziemlich krass, muss ich sagen. Also. Ich habe nur kurz geguckt, aber die sah auch sehr, sehr spannend aus. Ja. Ja, okay, und dann natürlich noch Magnus Partie in der ersten Runde gegen Alireza. Aber ich muss sagen, also von der war ich gar nicht so begeistert wie irgendwie alle. Also weil für mich sah das Bauernopfer einfach echt nicht so gut aus. Also. Ja. Okay, es hatte man, also wenn man halt von Anfang an den Computer an, ist man immer so ein bisschen. Ist dann schwierig. Also man sieht halt, dass da einfach -2 steht, ja. Und die Züge sind ja dann meist auch doch irgendwie logisch und deswegen. Aber Jan? Okay, weil Jan geht eventuell nach 16 Uhr. Echt? dann könnt ihr doch auf Deutsch kommentieren. Spannend. Okay, warte mal, was ist denn eigentlich jetzt hier passiert? Was hast du denn hier eigentlich gerissen? Du Gerissen bist habe einfach ich, mal glaube ich, mit gar dem nichts. Hammer vorgerannt, Ja. Ich dachte, wenn ich es nicht schaffe, im ersten Zug den G-Bauern zu ziehen, muss ich wenigstens irgendwas Krasses machen. was? Okay, aber das sieht nicht gut aus. Ja, geht doch voll klar. Ach so, okay. Glaubst du nicht? Ich denke schon. Ich finde, es sieht ein bisschen merkwürdiger aus. Ja, merkwürdig schon, aber. Peter sagt zu Partie immer Party auf Deutsch. Ja, das stimmt, das ist uns auch schon Ja, ein bisschen aufgefallen. Finde ich komische sehr liebenswürdig. Intonation, aber. Ich finde das sehr liebenswürdig irgendwie. Er spricht halt schon krass gut Deutsch dafür, dass er Ungar ist. Also. Ja. Ich finde nicht, dass man da meckern sollte. Nee. Aber das erklärt, warum bei den Fotos bei Twitter immer nur 2 Leute zu sehen sind. Ja, wenn Jan nach 16 Uhr geht, Nee, weil das. ich habe sowohl einmal mit Peter und Jan und einmal mit Tanja und Peter und ich dachte, wie machen sie das denn, dass immer nur so 2 Leute da sind? Aber anscheinend sind halt einfach immer nur 2 da, ja. Ja, kann man machen. Ja. So. So, schachlich, König F1. Ja, ich dachte, wenn er auf E3 nimmt, stehe ich schon mal eine F-Linie, die er dann mit F5 aufmachen kann. War so der Plan. Ja, okay, das sieht doch gut aus. Ja, dachte ich mir auch. Okay. Bei König F1 ein Mausflip. Nee, ich wollte nicht rochieren, weil ich dachte, der Turm soll auf der H-Linie bleiben, aber ich wollte auch aus dieser Fesselung raus. Es war eine schwere Entscheidung. Okay. Was gibt's denn da zu lachen? Ich lach nicht. Natürlich hast du gelacht. Ich lach nicht. Na gut. Ich kann ja nochmal G einstellen. Achso, wenn G3 hängt. Das habe ich ja schlau gemacht. Naja, ist egal. E4, C5, G4 geht als Heinemann-Angriff in die Theorie ein. Dann habe ich Hat doch auch. was geschafft, oder? Ja, das klingt doch eigentlich ganz gut. Okay, Springer E3, warum geht es nicht? Geht doch, aber.
Kann ich alles haben. Gesundheit. Jetzt Was denn, kam's. Jan kommt immer später und geht um trotzdem um 16 Uhr wieder. Was ist denn das? Perfekt. Siehst du, er fragt sich auch, warum das nicht geht. So, und wie kriege ich jetzt meine Dame nach G7? So schnell vielleicht gar nicht, ja? Wahrscheinlich überhaupt nicht, ne? Dann gehen wir erstmal Schach. Hier kommt die Frage, könnt ihr mal Challenges von 2-2 aufwärts annehmen? Seht ihr, wie ich gegen die 1600er spiele? Hat schon einen Grund, warum wir, ne? Achso. Also das war nicht so geplant von Anfang an, aber es hat sich einfach so ergeben. Oh Mann. Aber ja, können wir machen. Können wir, ja, ich habe sowieso gleich keine mehr, die unter 2-2 haben. Ich muss immer ganz schön suchen, wenn ich jemanden suche mit weniger. Aber okay. Zu Sonjas heutigem Outfit würde eine Latzhose perfekt passen. Ja. Geht jetzt nicht Dame C3? Springer D4 geht noch. Ja, aber Springer C5. Ah, Dame G5. Ja. Springer G3. Okay, Problem ist. Ja, besser wird's nicht. Ich denke auch. Um es mit Bernds Worten zu sagen. Ja. Da hat er recht, der Gute. Der kennt sich sowieso aus. Mit D5, okay, jetzt gehe ich zurück im Zweifel, oder? Wurden denn eigentlich schon genug Kommentare zu Sonjas Make-up gemacht? Geht eigentlich bis jetzt, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich direkt gesagt habe, hier, wenn ihr nichts Gutes zusammen sagen habt, dann lasst es einfach. Ich glaube, wir haben heute auch einfach überdurchschnittlich viele Kommentare ignoriert, dass die Leute es nicht so gern geschrieben haben. Das ist richtig. Wer ist Bernd? Das ist auch eine berechtigte Frage. Wer ist Bernd? Okay, also kurze Storytime dazu. Bernd, wir reden da von Bundesnachwuchstrainer Bernd Zöckner. Bernd macht ab und zu mal Bilder. Und ich war mir nie sicher, ob das positiv oder negativ gemeint ist. Aber wenn er dann Bilder von einem gemacht hat, dann guckt er sich die auf seiner Kamera an und sagt dann immer so, besser wird's nicht. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ich glaub, ist. Ich glaube, das ist mehr Kritik an sich selbst als an uns. Also glaube ich ehrlich. Ja, ne? Sagen wir es einfach so. Auf jeden Fall liebe Grüße an dich, Bernd, falls du das siehst. Wir haben deine Fotos immer sehr geliebt. Oh. Was war das? Wie schwer kann denn Schach sein? Okay, gibt's die gut? Vielleicht nehmen und Turm H5 oder so. Das ist bestimmt schlecht, aber. Aber warte mal, nehmen, tu mal. Aber mit was willst du denn nehmen? Ja, mit dem Springer, dachte ich. Okay, aber dann kann ja Springerschläg kommen. Ah, nee, Springerschläg geht nicht. Okay, ich bin schon wieder lost. Turm schlägt auch. Ja, geht schon, aber. Ach nee, naja. Nee, geht nicht. Ja, Turm schlägt, aber dann schlage ich halt. Also, ich hatte schon mehr Angst davor, wenn der Bauer schlägt und ich dann gefesselt bin. Also, sonst mache ich vielleicht einfach mal Dame C4 und ich habe doch bestimmt was mehr, oder? 2, 4 und ich habe gar nichts mehr. Naja, aber wir spielen trotzdem irgendein Endspiel. Sonjas Mutter war früher bestimmt einmal Model. Wieso? Weil Sonja rosa Make-up trägt. Ist das korreliert? Das hat einen Zusammenhang. Das muss einen Zusammenhang haben. Okay. Klar. Ist ja, auf jeden Fall ist er verwirrt. Das ist schon mal gut. Oh mein Gott, Panther-Chess. Bitte unterlassen Sie solche Kommentare. Panther-Chess. Wir bleiben ruhig. Was ist denn hier los? Können wir jetzt... Ja, ich hatte sowas gehofft. Vielleicht kann er einfach weggehen, ja? Und dann Turm F5. Oh, Turm F5 ist voll genial, oder? Wenn König H8 kommt, Turm schlägt F5. Turm F schlägt F5. Okay, aber jetzt dachte ich, kann ich doch bestimmt auch irgendwie nehmen. Kannst du nicht Turm G7 machen? Das könnte ich vielleicht auch, wäre vielleicht besser. Aber jetzt Dame schlägt F5. Ich dachte, ich habe irgendwie sowas wie Springer D6 am Ende, aber meine Dame hängt halt auch irgendwie.
Außerdem ist dein Springer auch gepinnt. Ne, wenn ich aber F5 nehme, ist er nicht mehr gepinnt. Ah, stimmt. Du hast völlig recht. Okay, und der hat auch keine Zeit mehr. Oh, huch. Aber jetzt Dame G7. Ja, Dame G7 und das sieht doch gut aus. Ich habe halt vor allem immer noch nur. Okay, ah, oh. 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 Ja, wir werden jetzt nicht vorlesen, was Pantachess gesagt hat, aber das könnt ihr auf Chess24, wenn ihr da im Chat sucht, werdet ihr fündig werden. Ich bin so langsam. Ja, aber Traurig. langsamer als ich ist ja nicht möglich. Dann kann ja nichts schief gehen. Genau. Was denn König G5? Den habe ich nicht kommen sehen. Ah, gewonnen. Eiskalt. Eiskalt. Eiskalt durchgezogen. Von vorne bis hinten einfach perfekt gespielt. So. G4, wir wissen es, Heinemann Eröffnung, Heinemann Theorie passt. So, Kuva werden wollte unbedingt mal. Ja, den hatten wir auch noch nicht. Na gut. Pixelhannes sagt, moin, bin durch die Werbung bei Kugelbuch auf diesen Kanal gestoßen. Hier wird ja ebenfalls hochklassisches Schach gespielt, geboten, auf jeden Fall. Siehst du ja. So. Okay, wenigstens hast du mit dem Gehbauern angefangen. Das ist doch schon mal eine Steigerung. Ja, jetzt darf ich auch verlieren, ja. Ah, ich habe schon in dem D4-Stream immer katalanisch gespielt, deswegen macht das eigentlich gar keinen Sinn, dass ich das jetzt auch immer mache, aber okay. Kann ich alles haben. Warum heißt die Dame eigentlich im Deutschen nicht Königin? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Nee. Auf Französisch heißt sie doch auch Dame. Achso. Ja, das heißt, das hat ja nichts zu sagen. Ja, aber, also ich meine, vielleicht ist ja das Englische das Komische, dass sie da Königin heißt. Also das war so ein bisschen mein Punkt. Okay. Also, ist doch vollkommen egal, wie die heißt. Das ist richtig. Okay, sieht doch aber ganz gut aus, oder? Ich habe keine Ahnung. Das wird was. Hast du jetzt jemanden? Oh ja, du hast sogar jemanden genommen, überall von 2-2. Ja, das war der, der uns gebeten hat. Ja, okay, perfekt. So, und wir haben auch noch nie gegen ihn gespielt. Super. Dame A6 ist Theorie, na, wenn ihr das sagt. Aber wieso kann ich den nicht nehmen? Dann will er irgendwie Springer G4 machen und dann hängt der C5 auch noch, oder wie? Das ist der Trick. Na gut, ich mach das trotzdem. Weiß nicht, ob das gut ist. Ich habe halt überhaupt keine Ahnung von solchen Strukturen. Aber naja. Okay, jetzt vielleicht Läufer F4 mit Tempo und dann sowas wie Springer C3 B5. Ja, aber die Bestimmt, wenn man Frage doch ist, will versuchen. ich Läufer F4 mit Tempo machen? Aber ich weiß nicht, ob der da hingehört. Achso, das weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt einfach mal hier nach dem Gefühl, ne? Warum ist der König nicht die stärkste Figur? Er ist vielleicht nicht die stärkste, aber er ist die wichtigste. Ist doch im wahren Leben auch so, oder? Also. Denke ich. Oder ist der König immer der stärkste Mann? Willst du mir nicht darauf antworten? Darüber muss ich erstmal nachdenken. Achso, okay. Gut. Ist das hier Pinky and the Brain? Das habe ich immer gehasst. Die Serie habe ich Ich gehasst. habe nur gerade gesehen, warum können sich die Türme bewegen? Macht doch gar keinen Sinn. Also, ihr versteht so ein bisschen den Punkt, dass die Fragen halt vielleicht nicht so zielführend sind, ja. Ja. Okay, also jetzt Läufer. Okay, aber Springer C4 Ich oder wollte dann sowas? Läufer D4 und B5 machen. Okay, man kann man auf B2 vielleicht nehmen. Kann man so. Ah, vielleicht kann ich dann auf D5 nehmen. Okay.
Das ist richtig. Oh, der Pulli von Josi ist cool. Vielen Dank. Ja, ein beiger Rollkragenpullover. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und ich glaube, das ist der gleiche, den ich letzte Woche anhatte. Hast die Mühe gegeben. Ja, der hing auf der Leine. Ja, Skibi, enttarn mich doch nicht. Können wir jetzt B5 oder B3? Wo geht denn der Springer hin eigentlich? Wisst ihr ein Mittel gegen ein gebrochenes Herz? Achso, nach D2 geht er. Nee. Nee. Man könnte ja jetzt natürlich sowas Kreatives wie Zeit sagen. Aber, Markus, nee. warum wurde dir das Herz gebrochen? Geschichte. Pfefferminztee, direkt Alkohol. Aber das ist ja meistens keine dauerhafte Lösung, also. Das ist richtig. Also außer man hört nicht auf, aber auch das ist meistens nicht die beste Idee. An Sonja und Josephine alles Gute und viel Glück nachträglich zum Geburtstag. Danke. Nehmen wir an. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Wenigstens bin ich schneller. Das ist das einzig Gute hier. Aber die Stellung sieht doch auch ziemlich gut aus. Tut sie das? Hast du jetzt was eingestellt? Nee. Denk nicht, oder? Nee? Also eingestellt habe ich vorher mal was. Okay, ja. Okay, ich sehe jetzt nur, dass sowas wie Turm D7 nicht funktioniert wegen Springer E6. Weil ich ein Taktikfuchs bin. Oder Springer B5. Aber Springer Ohne ist Springer. wahrscheinlich noch besser, ja. Und den kann man einfach schlagen, oder? Das kann man ja. Aber dann schlägt er auf D4. Aber macht was anderes Sinn? Auch nicht so richtig, also schlagen wir. Hier ist eine Frage, ne, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Wo bleiben die Geschenke von uns an Josi und Sonja? Das müsst ihr wohl beantworten. Also ich meine, du hast eine Maus gekriegt. Das stimmt. Ich habe nichts gekriegt. Ich habe nicht mal eine Karte gekriegt. Und wieder sage ich, bei dir weiß man nicht, wohin man sie schicken soll. Man könnte ja auch einfach mal fragen. Schon mal darüber nachgedacht? Das Herz ist kein Knochen, das kann man sich nicht brechen. Gut. Dann haben wir das ja auch geklärt. Perfekt. Oh, Rookie ist hier. Hi, Rookie. Freut mich, dass du es zu uns geschafft hast. Die Locken, die sind weg. Die wurden glatt gemacht. Aber ja, ihr solltet euch mal darüber Gedanken machen, warum wir keine Geschenke gekriegt haben. Wir leiden sehr darunter. Ja, vor allem ich. Ich dachte vor allem ich. Aber du hast ja ein Geschenk gekriegt. Ja. Na. G4, okay. Was möchtet ihr am liebsten? Pralinen, Blumen, ein Gedicht oder ein Lied? Kann ich euch nicht sagen. Also ich hätte gern, nee, ich hätte gern ein Gedicht. Oder ein Lied. Je nachdem, was man kann. Finde ich auch sehr spannend. Ich fände das richtig spannend. Mir wurde letztens ein Gedicht vorgetragen, das war ganz Das mache ich schlecht. eigentlich jetzt. Der Sechs ist irgendwie 100 Mal gedeckt. Na gut. Das habe ich mir echt super überlegt. Aber du hast wieder mehr Zeit. Okay, aber der Okay, B-Bauer aber ist ein der Bau bisschen. ist schon ganz schön durch, ja. Okay, geht hier jetzt sowas wie Turm H8, Turm B8? Geht schon, aber die Frage ist, wie viel es bringt. Okay, Schach, komm. Patzer sieht Schach, Patzer gibt Schach, richtig? Schach. Das ist richtig. Und weiter.
Okay, Larissa, wir wissen, worüber du dich denn freuen würdest als Geschenk, wenn es schon nicht Pralinen, Blumen, Gedicht oder Lied sind. Weiß nicht. Also, ich fände es tatsächlich sehr verwunderlich, wenn mir Menschen, die ich nicht kenne, was schenken würden. Also, aber ja. So, jetzt hilft nur noch schnell sein. Stimmt's, Leute? Also jemand hat noch geschrieben, jetzt hilft nur noch beten. Das ist auch noch eine Alternative. Das stimmt. Das kann auch Turm C2 machen, ja, das wäre sehr schlau. Okay, das kann er auch versuchen. Das ist halt vielleicht auch ganz schön schnell. Okay. Josi, die Endspielgöttin, ja. Also Endspielgöttin ist hier halt, aber ich hatte halt auch einfach was weniger, ja, also. Okay. Und es leckt halt auch so doll, dass ich ja. Jetzt hast du sogar weniger Zeit als er. Huch. Das, also, ich pre-move jeden Zug und verliere für jeden Zug so 2 Sekunden. Das ergibt halt gar keinen Sinn. Also. Ach. Aber werdet auf jeden Fall Premium. Genau. Die neue Playzone kommt. Demnächst. Also, weil ich pre-move und dann habe ich so 5 Sekunden weniger. Nicht so, hä? Okay, Oh Mann. Pazzamaster. Klingt gut. Vielleicht habe ich da eine Chance. Okay. Was ist euer Dann. Lieblingsfeld im Schach? KuchenTV, warum? Also, was ist denn ein Lieblingsfeld? Kann es sowas geben? Man braucht doch alle. Lieblings. Das finde ich eine sehr spannende Frage. Guck mal, jetzt habe ich ihn voll ausgetrickst. Ja, super. Jetzt kriegst du dein Grünfeld. Ja, ich habe aber erstens G6 gemacht. Ich hätte aber auch gern mein Königsendisch von dir gesehen. Das habe ich doch schon oft genug gespielt. Ja, aber man kann nie genug Königsendisch spielen. Nee, also ich finde, das kann man eigentlich ziemlich gut. Ach, so. Also ich erinnere mich, Fiedler empfiehlt hier irgendwie, hat mal sowas wie B5 empfohlen, aber ich fand auch C5 war eigentlich ganz ansprechend. Naja, machen wir mal B5. Und keine Ahnung. Noch für B7 oder was? Dann C5? Josephine, was würdest du als deine Spezialität im Schach bezeichnen? Also Endspiel, Mittelspiel oder Eröffnung? Oder Taktik Das oder kann man ja an Strategie sowas wie besonders? schlecht spielen, aber. Meine Spezialität ist, dass ich immer schlecht spiele. Ansonsten sind ich tendenziell mehr so. Also bei dir würde ich Eröffnung sagen. Ja, ich denke auch. Aber es ist schlechter geworden, weil sich jetzt heutzutage jeder irgendwelche Videos reinziehen kann und man nicht mehr so viel selbst machen muss. Also ich meine, das ist jetzt nicht, dass es in unserer Zeit immer ganz anders war, aber es ist schon noch deutlich krasser geworden, finde ich. Also bei mir wird schwierig. Also Eröffnung auf keinen Fall. Endspiel Ja. schwierig. Deswegen, ich würde eher Mittelspiel sagen. Also sowas mit Planfindung, wenn meine Figuren schon irgendwie gute Felder gefunden haben, dann bin ich ganz okay. Aber ich muss halt quasi irgendwie die Eröffnung überleben und dafür sorgen, nicht ins Endspiel zu kommen. Wovon redet Migtal? Wovon redet Migtal? Ich gucke. Ich glaube, da ging es um diesen WGM-Titel. Aber den habe ich doch. Achso. Nein, nicht dein, nicht dein, sondern für Pokimane. Achso. Ja. Ja. Ah ja, stimmt, diese I am not a GM, das habe ich auch nicht verstanden, warum da die ganzen Frauen gespielt haben. Also, aber diese mit 2-1. Also. Das, und die haben so mit Odds gespielt. So irgendwie 15-0 angefangen und trotzdem verloren oder so. Ja. Ja. Denkst du, im Endspiel hast du eine Chance gegen Kugelbuch? Also ich würde behaupten, ich habe in jeder Phase der Partie ziemlich gute Chancen gegen Kugelbuch.
Aber ihr habt ja schon mal gegeneinander gespielt, wo du so Timeouts hattest. Und da hat er schon nicht so schlecht gespielt, Das richtig? stimmt, aber er hatte Timeouts. Achso, ja, lol. Das ist Ja, dann okay. schon ein Unterschied. Ja, okay. Aber da war es schon, da war es ganz okay. Ja. Aber also wir haben halt 1 gegen 5 gespielt, ja. Ja. Ich unterschätze Kugelbuch, das glaube ich nicht. Da würde ich gerne eine empirische Überprüfung zu sehen. Okay, also hier will jemand euch spielen sehen. Gibt's bei YouTube. Viel Spaß. Ansagen gegen Kugelbuch. Uiuiui, jetzt fängt hier ein Beef an. So, aber das sieht doch eigentlich ziemlich gut aus, was, oder? Hä, warum hat der C5 nicht gehangen? Hattest du da so einen Trick mit Turm C8 oder? Nee, absolut nicht. Ach so. Ich sehe heute einfach nichts. Naja. Naja, nach der Partie kommt vielleicht noch eine. Ach, schon so spät, ja, ein Glück. Ja, dann hast du es ja geschafft. Ja, dann kann ich wieder Funktionalanalysis lernen. Sehr cool. Perfekt. Dann spiele ich mal lieber langsamer. Damit du nicht noch eine spielen Ja. musst danach. Du kleiner Fuchs, du. Ja. Ah, über 2-4 haben wir noch. Aber also wenn ich noch 2 Partien spielen muss, könnte es knapp werden. Selbst mit Ja, einer. dann kriegen wir wieder unser Weg zur 2-2-4. Da fangen wir einmal wieder von vorne an. Gar kein Problem. Studierst du Mathe? Ja. Funktionale Analyse ist doch das Coolste, oder? Also wenn ich wüsste, worum es geht. Aber ich bin nie kein Fan, also. Nee, Elisabeth hat normal gespielt, aber die schwachen Frauen haben halt Timeouts gekriegt. Also so Sante Ramo und so. Aber Elisabeth hat dieses Jahr doch gar nicht mitgespielt, denn hat letztes Jahr gespielt. Und letztes Jahr waren das alle EMs, die gespielt haben. Läufer A6 vielleicht? Ist das ein netter Kannst du Zug? nicht nehmen? Achso, ich sehe auch nichts mehr. Ich dachte, du kannst nehmen und dann Läufer schlägt E4 machen. Jo, alles klar. Gar nichts mehr gesehen. Huch, ich habe jetzt Läufer C4. Das war der Plan, ja. Also. Ist einfach Bestimmt so gibt's ein da Zug. irgendeinen Trick. Für mich war das eines der coolsten Fächer. Ja, aber ich glaube, das ist mehr so, wenn man Mathe besonders cool findet und so, oder? Okay, was machen wir denn jetzt? König G7 vielleicht. Ganz langsam spielen am besten. Ach, stimmt. Aber ich habe eine halbe Minute weniger. So was wie F6. Ja. Macht das Sinn? Ja, ich denke schon. Ja, es waren nicht alles EMs dieses Jahr, das war der Punkt. Also letztes Jahr waren es alles EMs, aber dieses Jahr halt nicht. Oh, Läufer D3, ich habe Angst, dass der gefangen wird irgendwie. Josephine, was machst du am 22., 23. und 24. Januar? Das weiß ich noch nicht. Was ist das denn überhaupt für eine spezifische Frage? Wer hat die gestellt? Aber Ja, das. Jänner, ein Österreicher. Yes. Ich habe absolut keine Ahnung, wovon du redest. Botas hat auch gespielt, ja, und Botas hat er 2-1 oder so. Also. So. Und nu? Um die Frage zu beantworten, was ist dein Lieblingsrechtsgebiet? Öffentliches Recht. Ist auch ein Yep. anderes Format dieses Jahr. Also ich muss sagen, dieses I am not a GM habe ich auch nicht verfolgt. Also wenn, dann gucke ich schon Speed Chess Championships, aber. Und ich studiere Wirtschaftsmathe. So, bist du am Gewinn? Ich hoffe es. Also ich bin vor allem schon wieder ganz schön langsam, aber.
Aber es sieht ganz gut aus. Die Stellung Da sieht. fragt man sich, warum wir nicht für Tata Steel eingeladen worden sind. Ist ein absolutes Rätsel. Ich denke, Fabio und Magnus hätten keine Chance. Ich denke auch. Die Stellung würde ich aber vielleicht sogar gegen beide gewinnen. Öffentliches Recht ist mega ungewöhnlich als Favorite. Ist das so? Was sind denn so die normalen Favorites? Ich glaube, der größte Favorit ist Strafrecht. Das kann ja Will ich sein. jetzt mal so sagen. Ich glaube, also ich weiß nicht, ich habe natürlich keine Ahnung, aber so auf den ersten Blick wäre das auch mein Favorit, glaube ich. Also weil es irgendwie am spannendsten klingt. Aber. Ja, also am Anfang war es bei mir auch Strafrecht, so erstes, zweites Semester ungefähr. Aber dann ist mir aufgefallen, dass das halt später nichts für mich ist. Also ich sehe mich nicht im strafrechtlichen Bereich. Und deswegen dachte ich so, okay, ich muss mir was anderes suchen, wo ich Da sage, ist mir oh, jetzt das was finde ich auch. anderes gefallen. Genau, wir müssen mal jetzt kurz mal umswitchen. Und dann habe ich Öffrecht für mich entdeckt. Ich wünschte, ich könnte auch sagen, jetzt muss mir mal was gefallen. So, haben wir schon den letzten Gegner für heute? Ja, ich spiele schon. Ich habe G3 gemacht übrigens. Aber ich habe Okay, das halt auch Sam. echt oft weiß. Du hattest halt echt Also. ja. Meister Eder hat uns ein Gedicht geschrieben. Hab's gesehen. Fand ich nicht so schlecht. War okay, nehme ich an. Vielen Dank dafür. Also für spontan war es gut. Ja. Ach ja. Ja, Algechin. Wir haben das verstanden, dass Bundesliga ist am Wochenende. Aber wer weiß, wer da spielt. Wer Sonja, möchtest überhaupt. du eine Maus? Nee, danke. Ich habe eine. Ich habe schon eine. Sehr gut. Ich brauche nicht noch eine. Eher Verwaltungsrecht oder Staatsrecht? Gute Frage an der Stelle. Ich würde sagen eher Verwaltungsrecht. Okay. Ja. Was macht man so? Also Verwaltungsrecht kann ich mir was vorstellen, aber Staatsrecht? Naja, Staatsrecht ist halt so Staatsorga und Grundrechte. Ah, okay. Ja. Klingt langweilig. Ist ziemlich spannend. Das ist so das, was man in Sozialkunde macht, oder? Vermutlich, ja. Ja, das fand ich nicht so geil. So, warum hat man eigentlich Läufer A3 gemacht? Also warum wollte Weil man den das der Läufer tauschen? schlechte Läufer ist. Okay. Eigentlich will Schwarz das nicht zulassen und macht dann meistens irgendwie Läufer D6 und dann. Und dann Dame E7. Braucht Okay. man Mathe im Jurastudium? Ab und zu, ne, wenn man da zum Beispiel irgendwelche Fristen berechnen soll, da kommen wir sehr ins Schwitzen. Also ich hatte zum Beispiel eine Klausur, da sollte man auch eine Frist berechnen und da hat fast jemand geweint. Ich wünschte, ich müsste mal was berechnen. Also von daher, es ist nicht so einfach, wie ihr denkt. Also ich kann euch sagen, die Cams und die Mikros sind gut. Also ich glaube, dass meine Cam vor allem halt mit dem Licht hier nicht so zufrieden ist. Aber ja, wie auch immer. Aber mit Lösen von Differentialgleichungen hast du nichts am Hut. Meinst du jetzt Sonja oder mich? Ich glaube, er meinte mich. Okay. Also. Also ich hatte Intro-PDE im ersten Semester im Master. Aber lösen tut man da auch nicht so viel. Aber wir gucken zumindest, ob es Lösungen gibt. Stonewall ist eine komische Geschichte. So. So, wie gewinnt man jetzt hier? Keine Ahnung, gewinnt man überhaupt? Steht man überhaupt gut? Weiß ich nicht. Springer F3 und dann Springer E5 oder will man den Springer da gar nicht hinstellen? Ja, das Problem ist, dass ich eigentlich seinen nicht nach E4 lassen will, aber vielleicht habe ich nicht so eine große Wahl. Hm.
Den Milchbaum-Stream. Was streamt der denn? Kenn ich nicht. Sagt mir jetzt auch nichts. Ja. Sind nicht beide WGM, nur Ju. Ja, ich bin keine WGM. Martin meinte bestimmt, dass er mal eine andere geschlagen hat und also heute schon eine andere, aber. Naja, oder keine Ahnung. Ja. Immer nur beweisen, ja, das ist das Problem. Aber jetzt hängt doch der G5, das war doch der Plan. Das habe ich gesehen, meine Freunde. Ich bin schon wieder so langsam. Eine junge, blonde Dame, die man nicht beschreiben kann. Okay. Was sagst du zu den Corona-Regeln, Sonja? Du bist doch die Juristin hier. Ja, genau. Ich halte mich da lieber ein bisschen zurück. Okay. Ah, und Rock will die Hose sehen. Ja, der Stream ist ja noch nicht vorbei. Aber wir kommen dem Ende näher und du hast es versprochen. Wir kommen dem Ende näher, aber vielleicht vergesse ich dann ja auch auf einmal die Hose zu zeigen. Wann outet Sonja den Crush auf Kugelbuch? Gute Frage. Das musst du beantworten. Das ist natürlich eine gute Frage. Ich kann dazu nichts sagen. Oh, guck mal, hier schreibt einer, Sonja, dein Make-up ist gut. Danke. Great. Danke. Nimm mich so hin. Ich glaube, jetzt nehme ich doch oder so, oder? Dann machen wir hier mal so. Ich habe doch was mehr. Habe ich nicht vorhin was weggenommen? Ja, oder? Ja, hast du. Du hast den G5 weggenommen. Sehr gut. Dann kann ja hier gar nicht mehr schief gehen. Happy, dass MC heute Remi gespielt hat. Nee. Also, ich weiß nicht, heute hat er auch so verhältnismäßig wenig probiert, hatte ich das Gefühl. Aber okay. Ja, heute war es irgendwie ein bisschen langweilig, fand ich. Also, er hat irgendwie einen Bauern mehr und normalerweise hätte er so stundenlang gedrückt und heute, weiß nicht, also ich weiß nicht, ob er das übersehen hat, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja. War ein bisschen, weiß ich nicht. Vielleicht hat Sonja gar keine Hose an, wird hier gemutmaßt. Das kann natürlich auch sein. Da kann ich euch gar keine Hose zeigen. Das wäre ja ungünstig. Das kann natürlich auch passieren. Seht ihr mal, worauf ihr euch hier eingelassen habt. Wo ist die Dingtasse? Die ist im Moment nicht da, leider. Aber sie kommt wieder. Keine Sorge. Irgendwann wird sie wiederkommen. Wäscht sie keiner ab, oder was? Kein Kommentar. Könnt ihr mal bei Jan vorschlagen, ob man nicht auch auf Schach wetten kann? Man kann doch auf Schach wetten. Man muss nur die richtigen Websites kennen. Achso. Auch mit richtigem Geld. Müsst ihr einfach mal googeln. So, hast du schon gewonnen? Nee. Nee, ich lass mir Zeit, weil ich will ja nicht noch eine Partie spielen. Das stimmt natürlich, aber wir haben schon 59, also ich glaube, du bist aus dem Gröbsten raus. Vermutlich, ja. Ja, Jan hat schon wieder einen Konkurrenzstream, das... Och, Jan! Wieso? Jan, wieso tust du uns das an? Er macht sich einfach keine Gedanken, der Gute. So langsam, ey. Oh Mann. Geh mal Bier holen hat auch wieder ein richtig gutes Gedicht geschrieben. Was hat er geschrieben? Lies mal vor. Freudig und auch Hände haltend, ihre Liebe ewig waltend, das sind Sonja und ihr Ding im Drive-Thru bei Burger King. Okay. Vorhin habe ich irgendwo gelesen, das Ding nicht Vegetarier. Das wäre blöd, wenn er dann bei Burger King ist, oder? Dann holt er sich ein Pommes. Keine Ahnung. So, nee, aber das fand ich süß. Aber ich bevorzuge McDonald's.
Aber ich weiß, dass es dann nicht gepasst hätte mit Ding und King, aber ist okay. Sehr gut, dass du das mitbekommen hast. Ja. Ja, Deutsch war immer mein Lieblingsfach. Dann ist ja gut. Oh Mann, 12 Sekunden? Also ich weiß echt nicht, was heute hier ist. Also ich habe halt echt das Gefühl, ich kann nicht schnell ziehen. Also du verlierst halt immer 3 Sekunden pro Zug. Ja. Der ging jetzt mal schneller. Ach, den kann ich nicht machen. Ich hab Zug gepremoved und konnte ihn nicht ziehen. Was ist denn das? Der Klassiker. Oh. Perfekt. Ist das traurig. Na gut. Burger King hat mega gute vegetarische und vegane. Aber wenn man vegetarisch und vegan essen will, warum geht man denn dann zu Burger King? Also die meisten Leute machen das doch so aus irgendwelchen hier, wie heißt das, ethischen Erwägungen, und dann ist es doch absolut behindert, zu solchen Läden zu gehen, oder? Also. Aber okay, das können wir vielleicht beim nächsten Mal diskutieren. Das diskutieren wir dann beim nächsten Mal. Also schaltet wieder ein, wenn ihr dann auch meine Hose sehen wollt, ne? Nächstes Mal. Ich dachte ist heute Abend. Ach, ja, und auf jeden Fall guckt Walkernsee, drückt Alex die Daumen und schreibt nette YouTube-Kommentare, lasst einen Daumen da oder sowas, was man so für den Algorithmus macht. Genau. Wir freuen uns über alles, wir lesen das. Ich lasse auch ganz oft Daumen nach oben da. Aber ich glaube, ich bin die Einzige. Aber na, und das passt. Ansonsten bis nächste Woche. Ja, bis nächste Woche, dann bin ich wieder am Spielen. Genau, die Sonja macht das dann besser. Dann spiele ich uns auf 2-3. Wir sind schon unter 2-4, also. Oh okay, Mann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.